Consumer Electronics Show CES in Las Vegas hat an dieses Jahr ganz viele schöne Spielzeuge präsentiert. AVGuide.ch hat für sie ein paar ausgewählt. Es gibt Comicsfiguren, aber auch Figuren aus Harry Potter oder Herr der Ringe, die man im 3D-Drucker ausdrucken kann. Es geht aber noch weiter. Man kann sich das eigene Gesicht scannen, sodass die ausgedruckte Figur nachher ein Abbild ist von einem selber. Auch der Chefchat ist ein 3D-Drucker. Und zwar druckt er Patisserie, Hochzeitskuchen und andere Süßigkeiten aus. Und, laut Angaben der Hersteller, das Ganze soll lesbar sein. Auch bei den Robotern geht es futuristisch zu und her. Das Modell hier dient der Videokonferenz via Tablet. Der Hersteller empfiehlt es zum Beispiel für Spitäler, wenn ein Angehöriger noch mal nicht auf Besuch kommt, oder für ein Restaurant zum Empfang der Gäste. Intel hat sich für die Promotion von seinem neuen Prozessor etwas ganz Spezielles einfallen lassen. Ein Kleid, das mittels Sensoren das Umfeld der Trägerin analysiert und darauf reagiert. Wenn sich jemand dieser Person allzu stark nähert, dann fährt das die Spinnennerven aus, wird es wieder sicher, dann werden sie wieder eingefahren. Muse hat ein Stirnband entwickelt, das auf Gehirnströme reagiert. Sind die Gedanken positiv, dann gibt es Vogelgezwitscher und Meereswellen, sind es negativ, gibt es Wind und Regen. Selbstverständlich haben auch die Autos nicht fehlen. Vom selbstfahrenden Modell als Prototyp oder als Studie bis zu aktuellen Modellen, die mehr sind als nur eine Multimedia-Zentrale, sondern vernetzt mit Telefon, mit GPS, mit Internet. And then you get the suggestion. So you can interact with the whole system over the buttons here, as well as the buttons here down under. The map will come up, but the car is located in Germany. Nicht gefällt haben auch Drohnen, die mittlerweile bis zu 6 Kilo Gewicht transportieren können. Also recht aufwendige Kameras zum Beispiel. Es hat dann eben aber auch echte Spielzeuge gegeben, die schlicht und einfach Freude gemacht haben. And it's super fast. Wow.